So, da sind wir auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich suche das versteckte I im Ladebildschirm Versteckspiel. So, bevor wir damit anfangen, gibt es erstmal eine erfreuliche Nachricht für euch, nämlich ihr könnt wieder einen Skin gewinnen. Und das Ganze findet statt am Sonntag um 15 Uhr im Livestream. Also gerne dabei sein. Aber vorweg, ihr seht hier unten Creator Code, dazu komme ich gleich. Dann, ihr habt schon gemerkt, wir können Werbung schalten. Bedeutet, ich bin jetzt richtiger YouTuber in Anführungszeichen, wenn man das schon so nennen darf. Aber wenn du einen Skin natürlich gewinnen willst, musst du leider Gottes doch was machen. Aber ich denke mal, das wirst du schon hinkriegen. Nämlich, du musst mir bitte eine Freundesanfrage schicken an yt-familyhack. Einfach hier eintragen, Freunde hinzufügen, hier den Namen rein, darauf absenden. Du siehst, ich kann mir selber keine Freundschaftsanfragen schicken. Warum sollst du das bitte machen? Ich zeige es dir mal gerade anhand eines Beispiels. Zum Beispiel, wenn du jetzt gewonnen hast und du willst aus dem Shop gerne hier den Skin haben. Dann gehe ich hier als Geschenk kaufen und dein Name wäre zum Beispiel. Einmal durchscrollen. Da. Gerade der Name. Und dein Name wäre Rollpopel. Könnte ja möglich sein. Dann haben wir ein Problem, nämlich ich kann dir dann aus dem heutigen Shop kein Geschenk geben, weil wir eben noch keine 48 Stunden befreundet sind. Deshalb die Freundesanfrage am besten so schnell wie möglich rausschicken. Ich nehme die Freundesanfrage natürlich sofort an, wenn ich sehe, auf der Arbeit starte ich kein Fortnite, weil dann kann ich mein Datenvolumen wegschmeißen. Also sobald ich wieder am PC bin, nehme ich alle Freundschaftsanfragen an. Weil du siehst ja im Prinzip, wir haben jetzt, glaube ich, schon fast 500, 600 Freunde. Beziehungsweise Leute, die mitspielen bei Custom Games etc. Deshalb gerne Freundschaftsanfrage schicken. So kannst du dann auch aus dem aktuellen Shop dann dir was aussuchen. So, dann wegen Creator Code, wenn ihr mich natürlich unterstützen wollt, was natürlich auch dazu führt, ich habe immer gesagt, seitdem ich YouTube mache, ihr bekommt immer was zurück. Also, einfach gerne yt-familyhack bei Creator Code eintragen, dann auf Annehmen. Immer wieder auf Annehmen drücken, jeden Tag am besten, weil alle 2 Wochen verschwindet der Name. Wie gesagt, hier im Shop unten rechts unterstütze Creator, Name rein, annehmen und Abfahrt. So, dann gehen wir, was die Aufgabe betrifft, jetzt einfach mal in Gruppenkeile und hoffen einfach, dass wir Glück haben und bei den Buchstaben unsere Ruhe haben. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Wie gesagt, Creator Code kann ich nur sagen, danke an jeden, der das eingetragen hat, auch der sich schon Spiele gekauft hat über mein Epic Video. Gruß geht da wirklich an alle raus, die da wirklich mich richtig unterstützen. Natürlich auch an die Donator, an alle Abonnenten, an alle, die Like drücken und natürlich auch an die, die immer wieder im Livestream dabei sind, bei den Custom Games und so. Weil das macht das alles halt erst überhaupt möglich. Weil wenn keiner von euch da wäre, würde ich quasi nur mit meinem Bildschirm reden und es würde niemanden interessieren. Aber ich merke halt schon auch an den Like-Zahlen, Kommentaren und alles, dass es euch nicht nur um die Skins geht. Weil ich will halt auch kein Gewinnspiel, sag schon, Kanal sein. So, die Route ist perfekt. Also besser kann es nicht sein, weil das I ist genau in dieser Scheune. Also Frenzy Farm in dieser Scheune. So, wir fliegen auch direkt hin. Zack, zack, zack. Wir werden bestimmt nicht die einzigsten sein, die dahin fliegen. Aber deshalb auch Gruppenkeile. Hier haben wir unsere Ruhe. Eventuell könnten Gegner kommen, aber wir sind definitiv vorher da, weil es halt bei uns auf der Route liegt. So, wir machen das Ganze auch von oben. Einfach hier hin. Zack. Zack. Erstmal eine Waffe holen, falls doch einer sich verläuft. So, gerade noch die Kiste öffnen. Da sehen wir schon den Buchstabe. Ah, Kiste öffnen doch nicht so einfach. Hier haben wir das I. Gerade noch fürs Thumbnail. Zack. Haben wir das I nämlich. Wie ihr seht, er muss es natürlich auch machen. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie viele hier hinfliegen. So, da, gerade nur einfügen. Zack. So, wie ihr seht, hier das I hingehen. Na,
Da sind wir wieder im Spiel und Aufgabe ist geschafft. Und jetzt fehlt uns nämlich nur noch ein Buchstabe und dann schon Level 103. Damit habe ich dann heute schon allein, warte, lass mich lügen, 7 Level gemacht. Also nur mit Medaillen und Missionsaufgaben. Also wie gesagt, was das Level angeht, da habt ihr eigentlich überhaupt keine Probleme. Macht einfach wirklich die täglichen Aufgaben, beziehungsweise die Medaillen. Einfach, ich denke mal, eine Runde Gruppenkeile und so eine Runde Solo. Und ihr müsstet eigentlich safe, wenn ihr das jeden Tag macht, den Battle Pass schaffen. Also dieses Mal ist es echt keine Kunst, weil man ja für so viele Sachen EP kriegt. So, dann gucken wir gerade nochmal hier mit dem Abhauen. Warte mal, hier haben wir einen großen Baum. Ja, da habe ich den letzten Schlag verkackt. Das interessiert mich nämlich immer noch, ob man mit der Maus wirklich den Anschlagpunkt enger zusammen hat. Das war doch 5 Mal, oder nicht? Tja. Lächerlich. Lächerlich. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal raus aus der Aufgabe, beziehungsweise aus der Runde. Zack. Wie ihr seht, hier oben ist ja auch der Bildschirm eingezogen, also das I ist ja da oben, deshalb im Ladebildschirm sieht man es ja. Aber ich sage, der rote gehört halt zu dem Bösen. Habe ich nämlich schon von Anfang an gesagt. Ich bin halt echt mal gespannt, wann wir den Orangenen bekommen. Weil im einen Ladebildschirm haben wir den ja auch gezeigt bekommen. Warte mal, ich guck mal gerade, wo der ist. Welcher Ladebildschirm war das nochmal? Das Season 10, 10, na. Ja, das ist neu. Da. Jetzt mal ohne Quatsch. Warte mal, ich zeige ihn mal als Vollbild. Der ist ja orange, oder? Was denkt ihr? Definitiv orange. Oder soll das der rote darstellen? Also ich würde behaupten, der ist definitiv orange. Oder? Was denkt ihr? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ist der eher orange oder rot? Weil da müssten wir eigentlich den orangenen Skin auch noch bekommen. Oder haben wir den schon bekommen und ich habe es wieder verpennt? Warte, gerade mal gucken. Da ist er. Ja, hier, wenn ich mir hier die Arme angucke, ist er auch schon wieder orange, ne? Da kommt es echt aufs Licht an, aber da, das ist ja eine dunkle Location. Da müsste ja eigentlich noch roter sein. Also mir ist auch nichts bekannt darüber. So, warte mal, bei den Herausforderungen. Ja, nur noch das E fehlt uns. Aber nächste Woche werden wir dann den versteckten Skin rausfinden. Bin halt echt mal gespannt, welcher da rauskommt. Also da bin ich echt... Aber wenn man wirklich nach dem Bild geht, sieht es ja irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen robotermäßig aus. Wenn es die Schattierung sein soll. Aber dann müssen wir einfach dann mal gucken. So, was haben wir denn noch so im Spind? Ach, die neue Musik. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt im Shop. Aber hier die Musik ist echt nice. Ist halt echt so ein bisschen Techno angehaucht, aber das Lied steigert sich erst ganz langsam. Wie gesagt, falls du das Video heute noch guckst, ist nämlich genau hier die Musik. Die Space Seeker Groove. Ich bin mal gespannt, ob sie morgen auch noch im Shop drin ist. Ach ja, das muss ich noch eintragen. Der wurde mir nämlich heute geschenkt. Mit der Musik passt das. Oder? Mit der Musik passt das. Der Skin, die Musik, also beziehungsweise das Emote. Sieht schon nice aus. Aber der Skin ist halt auch geil. So, was haben wir denn eigentlich noch? Warte mal, Karriere. Ah so, einige haben ja gefragt, wie viele Siege habe ich jetzt inzwischen? Wie also, ihr könnt mitzählen, 2. Seit wann habe ich denn das hier? Hä? Die Flagge ist klar, aber das Emblem. Hä? Also, wir gehen erstmal auf die Siege ein. Also 2, da habe ich 4, sind 6. Also insgesamt 17 Siege. Aber seit wann habe ich dieses Logo? Warte mal, war das nicht hier zu ändern?
Lost. Lost, lost, lost. Warte mal, wo kann man das nochmal ändern? Mist. Irgendwie habe ich es vergessen. Gegnersicherung, Spielmodus. Oder ist das, weil ich Creator bin? Oder, ach, bestimmt wegen Level 100, oder? Schreibt mal bitte in die Kommentare, wisst ihr das? Weil ich wüsste nicht, dass ich mir das Ding da eingestellt habe. Aber wo kann man das denn nochmal einstellen? V-Bucks. Lol. Ich habe gerade keine Ahnung, wo das einzustellen gilt. Naja, ich will euch nicht weiter volltexten. Wie gesagt, wenn ich euch mit den Aufgaben weiterhelfen konnte, gerne ein Abo da lassen. Wie gesagt, seid am Sonntag dabei. Und in dem Sinne beende ich jetzt mal das Video, viel zu lange drumherum wieder geredet. Und in dem Sinne, haut rein.